wenn wir alle Güter verbraucht haben, wenn wir alles verbraucht haben, dann sind wir nicht mehr. Also wir müssen sparsam mit unseren Ressourcen umgehen. Also mein Name ist Alice Bugstig. Ich wohne in Keola und ich habe ein kleines Label, denkepferd.de. Und ich fertige ökologisch fair vegane Taschen und Accessoires. Das hat sich alles entwickelt durch mein verändertes Konsumverhalten. Ich habe mich immer mehr mit Fair Trade auseinandergesetzt, im Nachhinein auch immer mehr mit dem veganen Leben. Es ist ein Muss, damit wir weiter existieren können. Wir steuern das, wie unsere Sachen hergestellt werden. Ich habe eigentlich angefangen, das war damals ein kleiner Matrose, das war eine einfache Einkaufstasche, die war aus Leinen. Also ich hatte auch am Anfang nur Leinen. Ja, und dann war für mich aber klar, die müssen bestimmte Kriterien erfüllen, diese Sachen. Viele Leute kennen das Fairtrade-Siegel und das besagt ja, dass da wirklich auf Arbeitsrecht extrem Wert gelegt wird. Aber beim GOTS-Siegel ist das so, da achtet man halt nicht nur auf den Menschen, aufs Menschenrecht, sondern Mensch, Tier und Natur wird halt berücksichtigt bei diesem Siegel. Also es gibt auf jeden Fall einen Mindestlohn, es gibt Arbeitsschutzbedingungen, eine Arbeitszeit, die nur erreicht werden darf. Es ist nicht so, dass die dann wirklich 12 Stunden schuften müssen und ohne Pause. Also mein Nein kommt aus Deutschland. Und wenn ich dann halt ins Ausland gehe, dann schaue ich halt, dass es möglichst noch nah ist. Zum Beispiel Türkei ist mir auch immer sehr lieb. Aber es geht natürlich auch weiter weg, keine Frage. Es kann aus Spanien kommen, es kann aus Guatemala sogar kommen. Ne? Und dann ist es natürlich wichtig, wenn ich Lieferanten habe, dass ich ja eine enge Bindung zu diesen Lieferanten habe und die wirklich auch in die Erzeugerländer fahren. Also ne? Es reicht mir nicht unbedingt, wenn da nur die Siegel drauf ist, sondern ich möchte auch wirklich hören von diesen Menschen. Hallo, ich war wieder da und das kann ich dir berichten von diesen Menschen. Du kannst davon ausgehen, dass ich das Dreifache mindestens immer zahle, was ein normaler Stoff im Stoffladen kostet. Locker, das Dreifache. Und ich finde, 29,90 ist wirklich, also wirklich ein fairer Preis. Auch gerade, wenn man mal schaut, was andere Geldbörsen kosten, die in Massen produziert werden. Wenn du mich jetzt fragen würdest, kannst du immer davon leben? Dann würde ich sagen, nicht jeden Monat. Also es sind nicht alle Leute automatisch so, dass sie nur Fair Trade einkaufen. Es kann auch einfach sein, dass sie eine Tasche gesehen haben und sie finden sie schön. Aber es spielt ja keine Rolle. Eine Tasche mehr, die im Umlauf ist, die fair produziert wurde. Gefällt mir genauso gut. Nicht alle meine Kunden sind Veganer. Trotzdem gefällt es mir, wenn sie eine Tasche gekauft haben, wo kein Leder verarbeitet wurde. Ich möchte nicht missionieren. Also meine Aufgabe sehe ich darin, schöne Sachen zu produzieren. Und ich erfreue mich daran, wenn Menschen meine Alternativen in Anspruch nehmen.